Hallo und herzlich willkommen zurück bei Enshrouded. Ja, wir sind in der Warte und müssen nach oben. Und jetzt hier natürlich über so ein Tötungszeug, wo ich eigentlich auch keine Lust habe. Aber wir machen es. Zack. Nee. Na gut, wir machen es so. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Gott, oh Gott, oh Gott. Komme ich ja auch lang? Ja. Irgendwie kommt man ja überall lang. Ach, hier muss ich wieder irgendwas öffnen. Das heißt, wir müssen wieder suchen. Suchen nach der Öffnung. War das nicht der Schalter? Das ist nicht euer Ernst. Ach, ich brauche zwei. Zwei Schalter. Der andere auch hier oben. Vielleicht? Ach, hier ist eine Truhe. Das ist ja noch besser. So, wo ist denn der andere? Kann ich dann hier hinten, ne? Ja, immer dass ich suche. Hopp. Du kannst einen Sprintsprung verwenden, um mehr Distanz zu den Sprint und im Anlauf, bevor du springst. Ja. Habe ich. Bestimmt gemacht. Hoppa. Okay. Ja, habe ich gemacht. Ist okay. Das ist eine Truhe. Aber wie ich an das andere Ding komme, habe ich auch noch nicht gefunden. Wenn ich ehrlich bin. Da oben. Ja, gut, dass wir den Kletter haben. Ach, nee. Nicht gut, dass wir den Kletter haben. Ruhig, ruhig, Mann, ruhig. Warum hältst du dich nicht fest? Was ist mit dir? Was ist mit dir nicht richtig? Achso, habe ich schon. Genau jetzt wird Ares Headset ja. Ach Leute. Was mache ich denn hier falsch? Was ist das hier? Fokus, Fokus, Bidibus. Okay. Und hopp. Und jetzt hopp. Ja. 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 700 mal was drücken. Nur um was zu öffnen. Okay. So, und jetzt kriegen wir auch die Kiste. Das ist auch schön. Das ist doch sehr schön. Kunstvoller Holzbogen. Macht der mehr? Als meiner? Charakter. Der macht nämlich 8. Also ist der besser. Dann nehmen wir den. Achso, den habe ich trotzdem dort hinten. Das heißt, so. So, jetzt nehme ich das Ding wieder, ne, und komm weiter. Ne, das ist schön. Da freue ich mich drauf, wenn wir immer weiterkommen. So, so. Und das war's jetzt? Von oben? ne, ich möchte das nicht. Ich gehe wieder. Position erreicht. Mit der Flamme kommunizieren. Kommunizieren. Diese Worte öffnen Schnellreisenpunkte auf der ganzen Welt und offenbaren das Wissen der Bauer über Kluttal. Wage dich hinaus. Das Land muss zurückerobert werden. Ja, okay. Das ist schön. Aber eine Kiste oder so habt ihr ja nicht noch versteckt, ne? Sammle Funken. Ja. Was denn vor Funken jetzt schon? So. Ah, hier, nee, also. Ganz oben? Nö. So, jetzt gucken wir mal auf der Karte. Exierbrunnen. Das. Wo geht denn die Karte so? Ist das nur bei mir? Ja, auch bei euch, ne? Hier ruckelt es halt nicht. Na gut. Aber wir können ja mal gucken. Quest. Auf der Suche nach Verborgenen. Plündere das Versteckgrab. Gerüchte auf das Existenz eines verborgenes Grab ins Hochweiden hin findet der Stein. Die.
Was passiert eigentlich jetzt, wenn ich jetzt hier runterspringe und mich dann fange? Oh, ist das widerlich. Es ist schon widerlich, das Runterspringen. Oh, nee. Das ist ja auch nicht für mich. Ich habe zwar keine Höhenangst, aber das ist widerlich. Ja, zack. Aber das hier, das Grab ist dann okay. Na gut. So, und dann haben wir neue Quests, ne? Was war das? Okay. Dann war das nichts. Und hier können wir plündern. Und hier werde ich doch bestimmt auch wieder mit irgendwas einkaufen. Finde ich doch. Kenne doch das Spiel mittlerweile. Ohne hier nicht gut. Oh, die wird nicht gemacht. Oh nee. Oh nee, das muss jetzt nicht sein, Leute. Also. Ih, was ist das denn? Was ist denn mit dir nicht richtig? Alles klar. Gifte mich halt. Läuft. Alter. Noch mehr davon? Na ja, klar. Nee, habe ich erst gerade überhaupt keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Oh, Stufe. Braucht man jetzt nicht unbedingt, ne? Hey, die kann ich gar nicht blocken, kann das denn? Ich bin vergiftet. Dann nehmen wir mal eine Bandage. Leco mio. Oh, Alter. Nee, schön hört auf, mich zu vergiften. Was denn los mit euch? Lauft ihr irgendwie? Ja. Warum denn unbedingt Spinnen, Leute? Noch hin. Mann. Für mich kleines Mikrofon. Ja, das kann man doch nicht mal blocken, oder was? Ja, frech. Ja, alles mit dem Balkan ist gut. Das einzige Gute hier. Oh. Die kann ich looten. Aha. Kommen wir aus der Wand. Okay. Kongs oder was? Kann ich noch was looten? Nee. Na, dann gehen wir mal das Grab rüben. Noch wenn. Ein bisschen Respekt gleich davor haben muss wahrscheinlich. Knochenblock. Okay. Mein Rucksack ist schon voll. Ja, dann heal ich mich einfach nochmal. So, noch richtig fett. Wissen wir nicht wofür, aber wir nehmen. Und jetzt dann schnell raus hier. Dann schnell weg mit den Spinnen. So. Vielleicht mal noch was gesehen. Ich wollte ein bisschen was hier halt runter ist. So. Ach, kann man nicht. Okay. Dann tschüss. Ich komm nicht wieder, versprochen. Nur zu eklig bei euch. Mit dem Käfig. So. Sammle Funken. Wir wollten jetzt erstmal sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Wo ist denn mein Tagebuch? Welt. Zu Hause. Ist ja unfassbar, ja. Unfassbar, das Spiel. So. Grüße. Sammle Funken. Jetzt können wir uns hier mal durchlesen. Die Flamme kann Flammhalter gestärkt werden. Dadurch kannst du das Miasma weiter durchdringen. Na gut, aber warum brauche ich dazu Funken? Nicht entdeckter Dings. Nicht
Detektor finde ihn und das Handwerk. Achso, die heißen alle gleich. Sehen bloß alles anders aus. Okay. So. Das heißt, wir müssten jetzt weiter nach hier vorbringen. Ne? Rotfels war mal. Das haben wir auch gemacht. Der Brückenbaubericht. Die Warte haben wir jetzt gemacht. Ach, das ist mein Schnellreisepunkt. Okay. Dann hat man da noch einen Elixierbrunnen, verstecktes Grab. Eingang. Ja, dann machen wir jetzt den Brückenbericht. Dann gehen wir jetzt nach da. Und dann ist. Ach, scheiße. Mein Inventar ist doch voll. Auch schön. Einfach losrennen mit vollen Inventar. Ist immer schön. Die waren das ja Inventar. Also da nochmal zurück. Da drauf. Welt. Und nochmal nach Hause. Und ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. Bin sofort wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Entschuldigung, aber der Nachbar wollte gerade irgendwas von mir. Was ich auch nicht möchte, dass er was von mir will. So, warte mal, wir packen mal wieder hier Zeug weg. Ich hau das jetzt alles in die Kiste, ist mir egal. Ne, warte mal, die haben wir schon in der Kiste, das weiß ich. Das können wir nämlich hier hinhauen. Zack und zack. Für den Zauberstab, so ja. Blöcke, ich weiß nicht, was die Blöcke. Ja, genau. Für euch was gar nicht. Nur ich weiß es nicht. Warte mal, Äste brauchen wir ja. Dann können wir nämlich noch ein paar Pfeile machen. Jetzt wo ich weiß, dass man auch Pfeile herstellen kann. So. Jetzt wo man es weiß, macht das alles irgendeinen Sinn. Ja, die haben wir darin. Das kann ich nicht mehr wegmachen. Und ja, dann haben wir eigentlich alles dabei. Jetzt können wir los. Mit großen Schritten. Glaube ich. Wird das alles nochmal noch finden und nach. Böhm packen. Schaden. Oha. Das ist gut gegen Boss. Das ist ja schon packen nach oben. Das auch. Was ist das? Lagerfeuer. Ja, wisst ihr, was wir mit haben. So, dann nochmal. Nach hier. Böhm kann ich mich hinterbekommen? Ich muss da hin. Dann machen wir das jetzt nämlich schön fertig. In welche Richtung müssen wir? Da. Machen wir es wie eben und springen einfach jetzt hier runter, wie so Wahnsinn hier. Dass ich mich wieder. Lass mich raten, es ist das da hinten. Lass mich raten. Oder das ist was anderes. Aber ich würde es ja wissen wollen. Oha. Ich glaube, bis da runterkommen. Ach, man kann. Oh, das sehe ich jetzt was, dass man das mal. Ja, ich bin Profi in dem Spiel. Gott, mein. Was sind das? Matten? Die kann man doch bestimmt auch irgendwie anpflanzen. Das wäre halt auch schön. So. Wenn ich jetzt darüber fliege, sterbe ich. Na gut. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Wir nehmen noch hier so schön Trank, setzen uns hin so lange. Ne, brauchen wir. Und dann. Ich sagen, Geronimo. Hey, das sind ja noch 600 Meter weg. Niemals das hier, wo ich jetzt bin. Kann mir jemand sagen, wo ich hier bin? Was ist das hier? Wolf. Mann. Oh, Level 3. Das ist einfach hier höher mit dem Level. Das ist ja gar nicht schön. Und hier ist ein Feld. Kann ich das haben? Kriege ich das? Ey, was ist denn jetzt? Matsch an der Beine. Erntegehöft. Und dann können wir ja klauen hier. In der Hoffnung, dass man es auch alles wieder anpflanzen kann. Also ich hoffe, dass ich es anpflanzen kann. Warum ist schon wieder das vor? Ach. Ach, das ist ein Wolf, okay. Wie viele Wölfe. Aber auch nicht gedutscht. Echt. Komm, spring mich an. Mensch. Wo ist denn der jetzt da?
Hilfe. Ich habe nicht dabei zum. Doch die hätte ich dabei zum Heilen. Ja, natürlich an alles gedacht beim Loslaufen. Das ist das, was gerade gestorben ist, das arme Tier. Ach man. Aber ich glaube, hier kann ich einen Speck holen, ne? Aber doch mal schon den. Was ist das hier? Moment, das kann ich ausgraben. Und alles, was ich ausgraben kann, will ich haben. Ich glaube, da wird sogar besser. Jetzt müssen wir nur wissen, wie ich denn Felder herstelle, ne? Das wäre natürlich jetzt auch richtig mal was Schönes. Was ist denn das Bild so? Nur weil ich hier dagegen haue oder was? Oh, jetzt kann ich eine Bandage machen. Na dann. Machen wir die 8 kaputt hier. Brauchen Bandagen. Ganz viele Bandagen. So, und die kann ich jetzt herstellen, ne? Konnte ich mir überhaupt ein Tagwerk? Korn und Stofffetzen, Alter. Stofffetzen dabei. Ach Mensch. Einbruch. Natürlich gleich ein Kern. Oh mein Gott, hab ich geschossen. Oh mein Gott. Oh, du bist doch der Bob. Hallo. Wie zum Teufel kann ich euch denn nicht anvisieren? Oder wie zum Teufel? Was? Hier ich euch an. Da ist noch ein. Ach, noch zwei. Ah, das ist natürlich, warum ich Schaden kriege. Und gleich wahrscheinlich tot bin. Aber ich brauche Stoff. Es gibt noch Stoff. Und Schnaps. Aber das hier ist Stoff. Ich kann mir da schon machen. Oh, ist das schön. Aber erstmal gucken, dass alles tot ist. Es nämlich nicht. Boah, du blöde Sau, du bist. Ich würde mich so ja öffnen, richtig. So, Stoff her. Spektralschild beim Schmied her. Zum Herstellen. Das ist schön. Aber das ist mir gerade egal. Ich kenne da jemanden, der braucht erstmal Plantagen. Um sich zu heilen. Gott, oh Gott, oh Gott, jedes Mal das erschrecke, ne? Das ist überhaupt nicht für mich. Gar nicht. Mann. So. Ich glaube, nach der Game Session wäre ich erstmal. Weiß ich nicht. Mich betrinken. Damit ich nicht mehr so erschrecke beim Spielen. Oh, das ist schön. Hier kann man halt richtig schön alles mitnehmen. Warum ist da. Ich frage es gar nicht nach. So. Ist denn hier hinter noch irgendwas? Nö. Blöd. Dann nehmen wir das mit. Auf. Na gut. Und dann raus, ja, oder? Noch nichts zum Luden. Hier wird auch doch irgendwo was drin. Oder auch nicht. Also, ist schon was, ja, aber nicht mehr was mich angreift. Hier wäre ein Bett. Kann man die eigentlich mitnehmen? Nee, ne? Ich kann mich hinlegen, schlafen. Das ist ja schön. Hallo. Hallo, aufstehen. Danke. Kann man die echt nicht mitnehmen? Nee. Wäre auch zu schön, wenn man die mitnehmen könnte. Ach, da komme ich nicht rein. Na gut. Dann nicht. Hier ist aber auch echt gar nichts mehr. Ne? Ich habe mir gedacht, eine Uhr oder so, die ich mir wegholen kann. Da ist er. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist, bin ich noch immer so ein bisschen so. Das würde mich halt wirklich mal interessieren, wie ich denn hier so einen Acker bauen kann. Das muss ja auch irgendwie gehen, dass ich halt auch Essen anbauen kann. Ich denke mal, das ist wichtig später. Früher oder später. Denn Essen muss man ja jetzt schon. Ja, recht teuer.
furchen Wörter, was das, worauf ich nicht vorbereitet bin. Eine Zuflucht, eine kleine Karawane von Flüchtlingen kam heute aus dem Ödland an. Eine lange Reise, ich war noch nie gut im Umgang mit Fremden. Aber es war keine Zeit zum Plaudern. Ich stürzte mich in die Arbeit und verband die Wunden. Ein Kampf um Leben und Tod, auch jetzt noch. Traurigerweise haben einige verloren. Wir haben sie in der Untergruft zur Ruhe gelegt. Möge... Ja, wo war ich denn jetzt? Tod und jetzt auch noch Treue, was haben wir verloren? Unterkunft zur Ruhe gelegt, mögen die Noten sich hintergleiten. Es gibt einen, der trotz aller dem Überleben könnte, einen tiefen Beinwunde, aber vielleicht nicht so überwiegend, der verwundet ist, Leim lächelt. Na gut. Also hier drinnen. Da unten. Der könnt ja gar nichts. Gar nichts könnt ihr. Ein neues Season. Der Neuankömmling verschwendet keine Zeit. Sie erreichten etwas ohne Rast einzulegen. Ihre Entschlossenheit ist beinahe fanatisch. Ein Refugium der Flammen soll das sein, sagt Salim. In manchen Nächten blieb ich in der Nähe der Karawane. Salim besteht darauf. Am Feuer sprechen sie über ihre Heimat, den Sand und den Verfall. Ich höre so viel Leid. Ich bin wie eine Narzisse, sagt Salim, das erste Zeichen des Flüchtlings. Er ist ein Narr, wenn er auch niedlicher. Er ist ein Narr, aber auch ein niedlicher. Und das kann ich doch hier bestimmt. Habe ich denn da welche dabei? Natürlich. Genau so. Doch nicht? Okay. Ich habe das gemacht. Klar, dann ist doch was. Ja, wahrscheinlich nicht hier runter gehen, ne? Oder da? Kann ich mir aussuchen. Sache. Sache. So. Ach, hier ist oder Mia Masma. Ach du Heilige. Ja, dann erst hier. Mit einem Fluss, mit einem Fuß ins Grab. Heute haben wir wieder eine Grabe getragen. Die armen Leute sind. Sind den ganzen Weg gereist, um Schutz zu finden. Doch hier gibt es nur Ruin und Schrott. Diese Kirche wird nicht viel mehr standhalten. Das hat Helene schon gesagt. Der Wind heult, bahnt sich jede Nacht neue Wege in unsere Heim. Unser Dach wurde von den Stürmen zerrissen und wir sind zu sehr damit beschäftigt, die Leute der Karawane zu versorgen. Um es zu flicken, trotzdem müssen wir bleiben. Wir werden hier gebraucht werden, anderswo keine Unterkunft. Diese Vergabrunden neben Relikten und Artefakten zu begraben konnten, kommt mir falsch vor. Aber vielleicht hat er Lehen recht. Vielleicht müssen die alten Zeiten neue Bräuche und Bitten Platz machen. Na gut. Und hier ist das wieder Mia Masma. Ne? Da eigentlich auch den Punkt, den ich auch nicht. Da sind Leute drin, die greifen mich eben an. Da ist auch einer. Da ist auch was Großes. Wo fangen wir denn an? Also das hört zusammen. Die kann ich mal nicht aufmachen. Die Türen. Die. Könnte wetten, ich mache jetzt da das auf. Mach jetzt das auf und dann kommen die alle raus. Wette ich mit euch. Oder doch? Moment. Gute Moment, jetzt muss ich gucken. 21 Schaden. Ach, episch und selten. Ich denke mal, unser epischer ist an der Tür. Sage ich doch, dass die Türen jetzt offen sind. Aber ich habe da eigentlich auch keinen Bock drauf, gegen die zu kämpfen. Genau deswegen. Tschüss. Nö, habe ich echt keinen Bock drauf, Leute. Ich könnte mich gerne darauf einigen, dass wir das lassen. Ich habe gerade gesagt, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das lassen. Sag mal, du musst schon zuhören, wenn wir mit dir reden. Moment. Moment, Moment, Moment. Moment. Irgendwas muss ich jetzt mal. Ich mache jetzt Schutt weg, weil Metallschutz ist wichtig. So, wo ist er hin? Du hast mich angegriffen. Du brauchst das. Und deswegen wirst du jetzt. Und du direkt so. Aua, 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 aua. Aua.
Nee, das ist Sau. Und was kriege ich jetzt also? Nicht. Ja, nicht kriege ich ja. Das ist ja auch nett. Ja. Hatte ich nicht Plantagen? Alles schon gebraucht, ne? Ja, herrlich. Na, wir nehmen erstmal einen Schluck Wasser in die Bären. Und dann ab nach drüben. Die anderen zwei da verbrühen. Und dann gehen wir nach Hause. Nikolaja. Wie jetzt hier zu zweit oder was? Ja, ne, schön. Feiglinge. Richtig feige seid ihr. Du genauso. Aber seid ihr halt jetzt gestorben. So, was ist hier? Kann ich nicht mitmachen. Das kann ich echt nicht kaputt machen, ne? Das hier. Nicht effektiv. Na gut. Dann war's das hier. Dann kann ich jetzt erstmal nach Hause gehen. Ich würde auch sagen, dass wir uns jetzt heim teleportieren. Und dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge das weiter erklingen. Und somit sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wir retten die Welt. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao.